Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir haben die geheime Krypta gefunden. Und ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt, was uns hier drin erwartet. Auf dem Weg zur Schatulle. Das war's. Ob wir sie tatsächlich vor Dominguez finden. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Spiegel ist staubig. Das kann man mit Sicherheit beheben. Man braucht nur Jonah? Ich helfe dir rauf. Dankeschön. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Eine ziemlich böse Falle, muss ich sagen. Und die lädt so dazu ein, dass man da drückt. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Hier ist eine Frau zu sehen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert und an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Eben feige. Weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich probiere es einfach mal. Alles klar. Dann kann es ja im Grunde eigentlich nur noch eins sein. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Einmal. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Hier ist eine Frau zu sehen. Kann es theoretisch? Anscheinend gefoltert und der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Kann es nur das da sein? Bei allen anderen werden Falten zugelassen. Ich krieg's hin. Oh,
5. Jesus stürzt das zweite Mal. Wie gruselig, wie die hier so rumhocken. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Besonders heftig fände ich es jetzt, wenn die alle aufstehen würden. Sieht aus wie eine Kirche. Stehen da wie Mönche. Mhm. Gucken wir mal. Sie tragen ihn. Ja. Oh, Controller ist ausgegangen. Akku ist leer. Kleiner Augenblick. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Ich hab's gleich mit dem Controller. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. So, was haben wir hier? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay. Sie heben ihn hoch. Ziehen wir's durch. Okay, sie tragen ihn, sie heben ihn hoch. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Hey Jungs, habt ihr einen Tipp? Können wir ihn jetzt hier natürlich weiterschieben und dann kommt er sofort aus dem Licht wieder raus. Kann ich den da oben irgendwie ausrichten? Ich kann meinen Bogen nicht ziehen. Ich kann das hier ausrichten. Das heißt, ich ziehe es jetzt nicht zurück. Steht's auf dem Flugblatt. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Okay. Sie wischt ihm das Gesicht ab, stürzt er aber noch einmal. Er wird gekreuzigt und bestattet. Sie heben ihn hoch. Da trägt er das Kreuz. Sie tragen ihn. Thank you.
begeben sie ihn zum Kreuz hoch. Und da wird er dann schließlich gekreuzigt. Was ist hier bloß passiert? Lang kann's nicht her sein. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig.
Amaro! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onuratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Schon. Aber ja, man kann. Ja, Sir. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Der spanische Jesuitenmissionar Andres Lopez, ein Mitglied von Trinity, wurde mit dem Auftrag entsandt, die Schatulle von Ixchel sicherzustellen, die sich angeblich in Paititi befand. Statt die Schatulle jedoch dem Hohen Rat von Trinity zu bringen, gestand er seinem alten Freund Sinchi Chica, dem Kaiser von Paititi und Vorfahren von Onuratu, seinen Diebstahl. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, um die Schatulle vor Trinity zu verstecken. Lopez ging von Paititi aus nach Westen und gründete die Mission von San Juan. Er hinterließ eine bis nach Cozumel zurückreichende Spur aus Hinweisen, der Sinchi Chicas Nachkommen folgen sollten, wenn die Zeit gekommen wäre. Während er die Mission und die tödlichen Gräber unter ihr erbaute, wurde Lopez' Verstand jedoch von den Kräften der Schatulle verdorben. Er kam zu der Überzeugung, dass niemand außer ihm der Macht der Sonne würdig sei und starb schließlich, verzehrt von den Kräften der Schatulle, allein in der Dunkelheit. Als kurz darauf ein Großteil der Bevölkerung Paititis einer Seuche zum Opfer fiel, starb auch Sinchi Chica und mit ihm das Wissen um die Spur aus Hinweisen, die zu der Schatulle führen. Nicht gerade viel Funkverkehr. Das sind eine ganze Menge Truppen, ich fürchte. Die Luft brennt im Rachen. Das sind
gar nicht so einfach sein wird, für dich zu kämpfen. Commander Rock? Haltet diesen Kanal frei. Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten. Die Lage ist unter Kontrolle. Nochmal, haltet diesen Kanal frei. Rock out. Bleibst du da jetzt stehen, du Idiot? Hoffentlich sehe ich sie, wenn sie wegbringen. Okay, ich will irgendwas ausdenken. Überall diese verdammte Asche. Was ist los? Scheiße! Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole, euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich, aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Er müsste leicht zu entdecken sein. Bitte versuch's hier bei uns. Waffen sichern! Und nicht schnell genug wieder versteckt. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Scheiße! Schön ruhig bleiben. Und schnell wieder verstecken. Er hat sie immer noch nicht. Erfolg freigeschaltet, Chain Gang. Nein, Sir. Tut mir leid, Sir. Das reicht mir nicht. Ihr Freund hat die Schatulle. Holt sie raus. Na, Carter, willst du dich nicht bewegen? Willst du also dumm durstig stehen bleiben? Auch gut. Wenn Crofts Freund hier ist, wo ist sie? Das wüsstest du gerne, wa? Sie hat diese Position gekriegt. Ziel in Sicht. Zugriff. Hier. Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Hören die nicht immer noch die Kanäle ab?
vielleicht ein bisschen gefährlich, sich so einfach über das Funkgerät zu unterhalten. Vielleicht sollten sie stattdessen Rauchzeichen verwenden. Ja. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Aha. Wenn du meinst. Gott. Halt! Ich umgehe es. Ich würde sagen, durch das restliche Gebiet kämpfen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.